Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Dieses Mal gibt es wieder einen Testbericht und zwar die Jungs und Mädels von Electronic Star haben mir ja ein Studio-Mikrofon geschickt, das Auna MIC 900B. So, das habe ich jetzt wirklich, wirklich lange getestet und immer mal wieder verschiedene Sachen gemacht, weil ein externes Mikrofon ist auch für mich totales Neuland. Ihr wisst, ihr seid hier beim Technik Faultier, das sollte ein Hinweis sein. Ich nehme alles eigentlich immer nur mit meinem normalen Camcorder auf oder halt ab und zu mal mit einem Smartphone. Und selbst da bin ich zu faul, dann noch das Headset anzustecken für bessere Soundqualität. Aber man guckt sich ja um, man sieht die Leute mit DSLR filmen, man sieht externe Mikrofone, dann noch Ansteckdinger und was es nicht alles gibt. Und was man auch sehr oft sieht, sind diese wirklich Studiomikrofone, die großen Dinger, am besten dann noch so ein Popschutz davor, also wirklich hochprofessionell und das bin ich einfach nicht. Dafür fehlt mir wahrscheinlich auch die Zeit. Also, was habe ich jetzt also mit dem Ding gemacht? Ich habe es für Screenaufnahmen gemacht, wenn ich euch was am Bildschirm zeige. Oder ich habe es für Nachsynchronisation benutzt. Zum Beispiel, wenn ich ein deutsches Video mache, keine Zeit mehr habe, nochmal ein komplettes englisches Video aufzunehmen und es einfach nachsynchronisiert habe. Da gibt es ein paar. Und hier und da habe ich jetzt auch schon Videos gemacht, die sind aber noch nicht live. Die habe ich mit dem Auna 900B aufgenommen. Und kann ich euch jetzt aber noch nicht zeigen. Deswegen müsst ihr euch auf meine Erzählungen verlassen. Aber, ich habe was anderes vorbereitet. Ich habe hier dreimal den gleichen Ansagentext aufgezeichnet vorher. Und das werden wir jetzt einspielen. Und zwar, es sind irgendwie eine halbe Minute. Also nicht jedes Mal, sondern immer nur 10 Sekunden. Und zwar, folgende Aufnahmen gibt es. Immer den gleichen Satz, das Intro oder die Begrüßung zum VTS 5. Und einmal aufgenommen mit dem Standard eingebautem Mikrofon bei meinem MacBook Air. Dann Nummer 2, aufgenommen über das normale EarPod iPhone Standardzeugs. So, da gibt es ja auch genügend, denen das komplett ausreicht, um Ton aufzunehmen. Und jetzt ratet ihr es. Nummer 3, die Aufnahme mit dem Auna 900B. So. Alles komplett unbearbeitet. Ich habe weder ein Rauschen rausgeschnitten, noch habe ich die Lautstärke verändert, noch habe ich irgendwas an Höhen, Tiefen, Mitteln und was auch immer verändert. Und ich spiele es jetzt einfach mal ein und halte dabei dann die Klappe. Und ihr müsst euch dann einfach die Öhrchen aufspannen, um dann einen Unterschied zu hören, beziehungsweise braucht ihr nicht. Also, aber hier nochmal die Reihenfolge. Standard MacBook-Mikrofon, iPhone-Kopfhörer und das Auna-Mikrofon. Und es geht los. In 3, 2, 1. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 nerdige, geekige Minuten, wo ich das Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir also an. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir also an. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir also an. So, und das war es. Damit sind die Aufnahmen durch. Und ja, ihr habt einen Unterschied gehört. Vielleicht war es jetzt ein bisschen leiser, muss ich gleich beim Schneiden gucken. Aber ich werde es komplett unbearbeitet lassen. Und ihr habt zum einen den Sprung vom Standardmikrofon zum Kabelmikrofon gehört. Es wurde lauter, man hat etwas mehr verstanden, das Ding hatte ein bisschen mehr Volumen. Es macht auf jeden Fall dann schon mal Sinn, nochmal ein Mikrofon dran zu sperren. Und dann beim dritten habt ihr da nochmal den wirklichen Sprung mitgekriegt, wenn man denn dann wirklich professioneller wird. Und natürlich, es ist ein unfairer Vergleich, so ein kleines Mini-Ding hier mit so einem großen Maxi-Ding zu vergleichen. Aber ihr merkt auch, es lohnt sich. Man bekommt ungemein viel mehr Volumen in die Stimme. Es wird viel mehr eingefangen. Und das ist schon, wer da Interesse dran hat, sich zu verbessern, klanglich, der haut da schon was raus. Und das war unbearbeitet. Das heißt, wenn ich da noch irgendwie was, wie auch immer das bearbeite, mit was auch immer für Soundprogrammen oder auch nur in den einfachen iMovie oder womit man auch es immer schneiden mag, gibt es ja auch schon Möglichkeiten, ohne Ende da was zu verbessern. Für den wird das, ja, also, es lohnt sich,
darüber nachzudenken. Und natürlich, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung, ich kann jetzt nicht das Auna mit einem Sennheiser, mit einem, was es da nicht alles so noch alles gibt an Dingern, habe ich die Erfahrung nicht. Ich weiß aber, für 50 Euro kriegt man, also kann man wirklich eine gute klangliche Verbesserung seiner Videos hinkriegen. Oder wer singen möchte oder Hörbücher sprechen oder was ihr da vorhabt. So, was kann ich euch noch zum Auna 900B erzählen? Es ist natürlich ein Kabel dran, und zwar ein USB-Kabel oder ein MIDI-Anschluss, wie ich mir jetzt sagen lassen habe. Das Kabel 3 Meter lang, also da habt ihr wirklich, da könnt ihr durchs Zimmer hüpfen. Also wenn ihr aufnehmen wollt und dann 10 Meter weiter hinten das Ding hinstellen wollt und so singen, kein Problem. Dann, also 50 Euro kostet das Teil, und es ist nicht nur alles, ihr kriegt nicht nur Kabel und Mikrofon, sondern dann auch noch die Spinne. Spinne, weil das Ding so lustig aussieht und nicht, weil es spinnt. Da wird das Mikro reingeklemmt und dann durch diese coole Drahtkonstruktion werden halt Vibrationen abgefiltert, die sonst wo auftreten könnten. Wenn ihr an den Tisch kommt, wenn ihr mit dem Fuß wackelt oder. Da ist dann auch noch der Anschluss, um es an ein Stativ dran zu schrauben. Das geht also auch. Was es nicht gibt, was es dann sehr extra gibt und wo ich schon sage, für 50 Euro die Spinne noch mitgeliefert, das ist schon mal wirklich, wenn ich mich da umgehe, ich habe mich mal vor geraumer Zeit umgeguckt, das ist schon mal was, so ein Popschutz. Also wenn ihr so Laute, damit das nicht so im Video habt. Das gibt's nicht, das kann man sich separat kaufen. Muss ich sagen, habe ich jetzt bei meinen Tests nicht gebraucht. Worauf man achten sollte, ist es nicht direkt hier vorne zu haben, sondern wirklich dann doch Abstand zu nehmen. So, Fazit zu dem Teil. Für 50 Euro geht es wirklich in Ordnung. Wunderbar. Vielen Dank nochmal an die Jungs und Mädels von Electronic Star. Ich werde damit noch weiter rumspielen, weiß aber auch noch nicht, ob es in die Faultier-Verlosungsbox kommt oder nicht. So, das war's. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!